Also es ist einfach super, super schön hier. Also einfach die Menschen alle verbreiten so viel Freude und so viel Freundlichkeit. Der Reiz ist diese Kontinuität über 20 Jahre schon, die von Herrn Böhmann kommen. Das ist sagenhaft und traumhaft. Was er für Beziehungen hat, Künstler zu engagieren, die es in Hannover vorher noch nie gegeben hat. Also ist fantastisch. Also fürs kleine Fest macht man sich schick irgendwie. Ja. Wir sind gut vorbereitet gekommen. Muss das Muster stimmen. Auch alles eigentlich. Ich mag gerne die Walk Eggs, die Papageien, alles was hier. Die Ameisen. Die Ameisen, ja, die Ameisen. Und weltweit habe ich nichts Schöneres, Vergleichbares erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Ich fand am schönsten die ganz kleinen Jongleure oder Spaßmacher, wo nur 20, 30 Leute rumstehen, wo man ganz dicht dran ist und die auch mit dem Publikum so rumspielen. Das ist eine nette Situation. Und es ist nicht die große Bühne, es ist die kleine Bühne und das ist schön. Das Gemeinschaftsgefühl, die Begeisterung. Die Begeisterung für die verschiedenen Artisten, für die Komik, für einfach zu lachen, Spaß zu haben und das auch unter der Woche, obwohl ein Werktag ist. Einfach Gemeinsamkeit und ja, gemeinsam zu lachen und vielleicht auch mal einen Wein zu trinken. Es ist eine großartige Atmosphäre hier, wenn man das erlebt, in diesem wunderbaren Garten mit diesen Künstlern und diesem Publikum zusammen. Und daraus entsteht, aus dem Zusammenwirken all dem, entsteht hier einfach eine tolle Atmosphäre, eine großartige Atmosphäre. Und das ist ja auch das, was die Menschen spüren und was sie an diesem Fest so lieben. Und das ist das, was ich so großartig finde und was mir so viel Freude macht. Ein bisschen stolz drauf und dafür bedanken wir uns bei Ihnen. Und das ist nämlich super toll, das ist Ihr Fest hier heute Abend. Vielen Dank, hochverehrtes Publikum, Chapeau. Das Leben so, wie es ist, einfach nur leben, das Beste daraus machen. Mhm.